In diesem Video möchte ich euch ein Unternehmen zeigen, das mehr kurzfristiges Vermögen hat, als es an der Börse überhaupt wert ist. Sehr interessante Kennzahlen, das jetzt im Video. Herzlich willkommen bei Value Investing 2050. Ihr seht schon, um welches Unternehmen es sich handelt, und zwar um Kenghu, ein chinesisches Unternehmen registriert in den USA. Und um euch hier noch mal zu zeigen, worum es hier geht und warum das so ein interessantes Unternehmen ist: Sie haben Cash 232 Millionen, Sie haben Short-Term Investments, haben hier in Summe 716 Millionen Cash und Short-Term Investments. Und das Unternehmen hat einen Börsenwert von ungefähr 500 Millionen US-Dollar. Ihr seht hier schon aktueller Kurs 4 Dollar in den USA in den letzten 5 Tagen plus 11% im Maximalchart hier, sehr wechselhaft. Sie waren ja schon über 12 US-Dollar, sind jetzt wie gesagt bei 4. Bevor wir uns jetzt gleich anschauen, was die überhaupt genau machen, können wir uns nochmal die Umsätze in der Entwicklung anschauen und die Umsatzschätzung. Für dieses Jahr wird geschätzt ein Umsatz von 775 Millionen, ungefähr 907 Millionen US-Dollar dann im nächsten Jahr. Und was macht Kenghu? Sie sagen: Make car purchase simple and enjoyable. Und wir sehen auch gleich nochmal in der Präsentation ganz genau, wie das funktioniert und in welchen drei Geschäftsfeldern sie da unterwegs sind. Dazu schauen wir uns hier die Investorenpräsentation an vom zweiten Quartal 2021. Ich habe hier schon mal ein paar interessante Sachen markiert. Sie arbeiten mit fast 50.000 Autohändlern zusammen, hatten 1,8 Millionen Käufer bisher, arbeiten auch mit finanziellen Institutionen zusammen, also mit Banken. Da sehen wir nochmal, welche. Tencent ist hier investiert, Didi ist investiert in Kenghu, und sie machen drei verschiedene Sachen. Einmal Financing, das macht ungefähr 32% vom Umsatz aus. Sie machen Services, Aftermarket Services, das sind 5,5%. Und was jetzt wächst, sind die Automotive Transactions, das sind 55% vom Umsatz. Sie haben hier strategische Partnerschaften. Und zwar sagen sie selber, sie sind Auto Financing Solution covering all Tesla Retail Stores in Shanghai, und sie haben ein strategisches Investment in Li Auto, das sehen wir dann nochmal genau. Es gibt hier zwei entscheidende Akteure, der Herr Zhang und Herr Lin, die sind beide Co-Founder von der Firma und die haben zusammen fast 90% der Voting-Rechte der Aktien. Da schauen wir dann gleich nochmal, wie das verteilt ist. Der Marktanteil in China beträgt hier durchgehend über die letzten 3 Jahre ungefähr 1%, und Marktanteil heißt hier Number of Financing Transactions Facilitated divided by total new and used car sales during the same period. Also sie sind beteiligt an 1% aller Autoverkäufe, Gebraucht- oder Neuwagen in China. Und wie schon erwähnt, der Bereich Auto Transaction Services soll hier in den nächsten Jahren den bedeutenden Anteil des Umsatzes ausmachen, und dort soll auch das Wachstum stattfinden. Sie haben Partnerschaften mit Banken, wie schon erwähnt, einmal die WeBank, dort ist Tencent auch beteiligt, ansonsten hier bekannte Banken in China. Und sie sorgen einfach dafür, dass Autohändler, vor allen Dingen eben auch welche, die nicht nur einen Hersteller haben, sondern quasi gemischte Autohäuser, dass es dort einfacher ist, über die Digitalisierung mit dem Kunden Verträge zum Beispiel abzuschließen. Hier können wir das nochmal bildlich sehen. Bei den Transactions geht es also hier darum, mit den OEMs und mit den Wiederverkäufern zusammenzuarbeiten. Sie machen dort das Financing quasi zwischen den Käufern, den Banken und den Händlern, und eben das Thema Aftermarket und Services. Vom Prozess her ist es eben so, traditionell dauert das alles hier sehr lange, um zum Beispiel einen Kreditantrag zu prüfen, genehmigt zu bekommen. Das dauert Wochen bis Tage. Sie haben jetzt hier 100% Electronic Application gemacht. Das heißt, der Autokäufer kann das direkt alles digital machen, und innerhalb durchschnittlich von einem halben Tag ist dann das Ergebnis da. Das heißt, es ist dann genehmigt oder nicht genehmigt. Hier können wir nochmal sehen, sie sind in China aktiv mit den fast 50.000 Händlern und haben nochmal 13.000 Independent Sales Agents, die dort für Kenghu arbeiten. Schauen wir uns jetzt mal hier ein paar Sachen im letzten Quartalsbericht an, die bei der SEC hier eingereicht wurde, der Quartalsbericht. Sie haben hier im zweiten Quartal den Umsatz gesteigert, mainly driven by the increased amounts of both financing transactions, the company facilitated and car trading transactions. Dort sind sie jetzt also auch aktiv. Wie schon gezeigt, 55% machen jetzt vom Umsatz die Car Trading Transactions aus. Auch beim Financing haben sie hier ein Wachstum von 111% zum Vorjahresquartal. Und sie haben hier auch im Mai eine neue B2B-Service-Plattform gelauncht, um dort einfach noch aktiver zu sein.
Im Geschäftsjahr 2020 haben Sie ein Kursgewinnverhältnis von 1, das heißt, Sie haben genauso viel Gewinn gemacht, wie Sie Börsenwert haben. Das liegt aber daran, dass Sie 8 Millionen ADR-Aktien von Li Auto haben und dort hier der Fair Value Change im letzten Jahr dazu geführt hat, dass Sie dort so ein sehr gutes Ergebnis gemacht haben. Li Auto auch hier in den USA handelbar, aktueller Kurs ungefähr 30 US-Dollar pro Aktie, Börsenwert 28 Milliarden US-Dollar. Sie haben, Kengu hat 8 Millionen ADR-Shares von Li Auto und insgesamt gibt es ungefähr 900 Millionen Li Auto-Aktien. Also Sie besitzen ungefähr 1% an Li Auto und je nachdem, wie sich ja der Kurs entwickelt, wird dann über Fair Value bei Kengu das verbucht als positiver oder negativer Effekt. Mit Li Auto habe ich mich nicht näher beschäftigt, aber wir können hier mal auf der Homepage sehen, dass das schon interessante Fahrzeuge sind, die zumindest hier für mich auf den ersten Blick attraktiv aussehen. Sie haben natürlich hier auch Innovationen, wenn wir hier mal in den Innenraum schauen, natürlich sehr interessant, wobei ich jetzt nicht weiter intensiv über Li Auto sprechen möchte. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr euch das ja mal selbst genauer ansehen. Im Geschäftsausblick rechnen Sie im dritten Quartal 2021 mit 700 bis 750 Millionen RMB Umsatz. Das sind umgerechnet ungefähr 100 Millionen US-Dollar. Schauen wir hier mal noch in die Bilanz, vielleicht hier in den Bereich US-Dollar, hier auch in RMB zu sehen. Also die Current Assets sind 1,2 Milliarden. Da ist eben das Cash dabei, da ist das Short-Term Investment in Li Auto. Ansonsten Non-Current Assets sind nicht so viele. Das heißt, Total Assets 1,8 Milliarden US-Dollar. Die Current Liabilities sind deutlich geringer als die Current Assets, also dort ein hohes Working Capital. Und die Long-Term Debts ist relativ gering. Sie haben Non-Current Liabilities von nur 156 Millionen und kommen damit auf ein gesamtes Fremdkapital von nur 665 Millionen US-Dollar. Hier beim Umsatz können wir jetzt auch mal sehen, verglichen zum Beispiel zu 2020. Dort konnten Sie also hier deutlich das Ergebnis bei den Loan Facilitation Income steigern und vor allen Dingen das Automobile Trading Income hat sich hier deutlich erhöht. Kommen wir jetzt hier zu den 323 Seiten Geschäftsbericht 2020. Ich zeige euch jetzt die wichtigsten Sachen, die ich markiert habe. Da gibt es auch noch mal ein paar Informationen zu Kengu. Die sind registriert übrigens wie Alibaba auf den Cayman Islands, werden gehandelt in New York mit CNAG als Kürzel und sie sind nur in New York gelistet, nicht direkt in China, in Shanghai oder Shenzhen oder in Hongkong. Es gibt A- und B-Shares, 225 Millionen A-Shares und 75 Millionen B-Shares. Da gibt es auch unterschiedliche Voting-Rechte. Das sehen wir dann nochmal, wenn wir sehen, wie viel hier die CEOs jeweils an Anteil haben. Hier können wir nochmal das Income Statement von Gesamtjahr 2020 sehen. Hier Income from Operations ist positiv mit ungefähr 50 Millionen US-Dollar und hier der Fair Value Change of Equity Investment 500 Millionen US-Dollar, also so viel wie der ganze Börsenwert kommt durch die Aufwertung ihrer Anteile an Li Auto. Und das hat dazu geführt, dass sie in 2020 hier eben ein KGV am Ende von 1 erzielen konnten, denn das Net Income Before Taxes bzw. auch nach Taxes liegt hier mit 517 Millionen über dem aktuellen Börsenwert. Wie wir schon gesehen haben, werden hier eben schnell und teilweise automatisch Kreditanträge geprüft. 41% werden direkt genehmigt und die Ablehnungsrate rejected liegt nur bei 4%. Sie haben eine Partnerschaft mit Didi, die hatten ja jetzt Probleme, die sind in den USA an die Börse gegangen, dann hat China die App dort verboten, könnt ihr also mal die News lesen und Didi selbst hat 10% an Kengu und sie schreiben auch, dass eben Kengu hier mit Didi zusammengearbeitet hat. Hier nochmal was zum Fair Value Change, das haben wir schon erwähnt, das sind ungefähr eben 500 Millionen US-Dollar gewesen, die sie da in 2020 an Plus verbuchen konnten. Hier ist sehr viel im Geschäftsbericht zu dem Thema Risiko. Sie sagen selber, sie sind a controlled company und zwar bei diesen beiden Co-Founders Zhang und Lin und die haben mehr als 50% der Stimmrechte. Wir sehen gleich nochmal, wie viel genau. Und da sie in den Cayman Islands registriert sind, werden sie als ausländisches Unternehmen nach chinesischem Recht eben bewertet. Dann gibt es noch das Thema Wirtschaftsprüfer. Das ist ja generell ein Problem, dass amerikanische Wirtschaftsprüfer nicht in China prüfen dürfen. Und hier schreiben sie eben auch nach chinesischem Recht vom März 2020: No overseas securities regulator is allowed to directly conduct investigations or evidence collection activities within the territory of the PRC. People's Republic of China. Und es gibt natürlich dort das Risiko in China, es gibt das Risiko in den USA zeitgleich.
We cannot assure you that we will not identify by the SEC as an issuer whose audit report is prepared by auditors that the PCAOB is unable to inspect or investigate. Da gibt es ja jetzt generell ein Thema mit den USA, dass dort gesagt wird, die US-amerikanischen Behörden sollen dort auch in China die chinesischen Firmen prüfen dürfen. Und das ist hier auch für Kangaroo ein Problem, möglicherweise ein Problem. Sie haben eine relativ hohe Special-Dividend gezahlt hier von 150 Millionen. Ich konnte jetzt nicht rauslesen, ob sie das weitermachen sollen, wobei sie schreiben, as a result, we may not pay any additional cash dividends. Also hier ist nicht klar, ob es dann im nächsten Jahr für 2022 eine Dividende gibt. Die könnte dann aber im hohen zweistelligen Bereich ausfallen. Im August 2010 hat hier Kangaroo angefangen, und zwar als noch Shanghai Kangaroo. Und 2017 haben sie sich dann in den Cayman Islands als Kangaroo niedergelassen. Bei den Dealers sagen sie ja, sie haben ungefähr 50.000 in China, wobei die Quote der Active Dealers liegt hier nur bei 40,6%. Das heißt, der Rest ist höchstwahrscheinlich inaktiv, hat vielleicht einen Account, aber macht dort nichts aktiv. Und die sind eher in den sogenannten Low-Tier-Cities unterwegs, also in den kleineren Städten, wobei Tier 1 und Tier 2 Cities hier die Quote liegt Ende 2020 bei 26,8%. Keine deutliche Steigerung zu den Vorjahren, also dort ist es aber meines Wissens auch nicht ihr Ziel, sondern sie bedienen eben extra dort die Städte und die vielleicht auch kleinen Händler, die dort nicht digitalisiert sind, die auch das nicht selber leisten können und dann eben diese Plattform nutzen. Hier leider etwas unscharf, das liegt an dem Dokument, kann man nochmal sehen. Kangaroo in den Cayman Islands haben also hier Anteile an Kangaroo Group Limited in Hongkong, und dann geht es hier weiter, hier gibt es noch Shanghai Kangaroo, und dann splittet sich das so ein bisschen auf, das Unternehmenskonstrukt. Zum Thema Steuern in den Cayman Islands sind sie nicht steuerpflichtig. Das ist natürlich der Grund, warum sie dorthin gegangen sind. Die Firmenanteile, die quasi in Hongkong registriert sind, oder die Subfirmen, werden mit 16,5% besteuert. Und in China beträgt eigentlich die Steuer 25%. Es gibt aber hier auch Ausnahmen, dass man eine Steuer nur von 15% bezahlt. In 2020 war der operative Cashflow hier negativ. Sie haben das natürlich quasi kompensieren können durch die Aufwertung von Li Auto. Sie haben ungefähr 3000 Mitarbeiter und davon 2000 im Sales und Marketing. Sie haben ja gesehen, sie haben angegeben, dass sie 13.000 überhaupt aktiv haben. Das sind natürlich dann wahrscheinlich keine Festangestellten. Hier können wir jetzt nochmal den Share Ownership sehen. Und zwar von den Outstanding Shares haben die beiden Gründer hier zusammen ungefähr 27%. Aber sie haben eben hier die B-Aktien. Dort ist es so, Class A Ordinary Shares is entitled to one vote, and each Class B Ordinary Share is entitled to 20 votes. Und damit haben sie also insgesamt hier 88% der Stimmrechte. Und wer hier aber noch Aktien hat, und zwar mit 11%, ist Tencent und, wie schon erwähnt, Didi mit 9,7%. Die Aktien haben auch die Gründer hier nicht direkt selber, sondern hier quasi indirekt, habe das mal versucht zu markieren, eben über weitere Firmen. Das wird dann hier unten noch genauer beschrieben, ist aber jetzt, denke ich, nicht so interessant. Sie machen auch Aktienrückkäufe, kaufen dort ihre eigenen ADR-Aktien zurück, und zuletzt wurden nochmal weitere 50 Millionen US-Dollar freigegeben für weitere Aktienrückkäufe. Und hier nochmal zum Thema Steuern, also es gibt Cayman Islands, Hongkong und China. Effektiv zahlen sie hier anscheinend 10% Steuern, müssen also wahrscheinlich etwas direkt in China zahlen. Und zu guter Letzt hier nochmal die List of Subsidiaries, die Niederlassung, also Hongkong, der Rest ist hier in China, und ihr seht schon hier Shanghai Kangaroo, da gibt es ganz viele weitere Niederlassungen, die zu Kangaroo direkt gehören. Vielleicht nochmal was zum Thema ADR, dazu kann man auch sagen, das ist Variable Interest Entity, und am Beispiel von Alibaba ist es hier nochmal erklärt. Baba Shareholders own a stake through ADR in Alibaba Group Holding Limited, a Cayman Island registered entity, which is under contract to receive the profit from Alibaba's assets in China. Das ist eben das Thema ADR, beziehungsweise hier die VIE. Dort hat man eben quasi das verbriefte Recht, am Gewinn beteiligt zu werden, aber einem gehören nicht direkt die Assets, zum Beispiel in China. Kommen wir jetzt zur Bewertung. Ich habe das hier nochmal zusammengefasst in meiner Bewertung, auch mit Pro und Contra. Und wir können jetzt hier nochmal in der Übersicht, das dann sind teilweise die letzten 12 Monate, die Kennzahlen sehen. Also Börsenwert ungefähr 500 Millionen US-Dollar.
Der Umsatz in den letzten 12 Monaten war ungefähr genauso hoch, KGV 1. Wir haben ja gesehen, dass jetzt die Schätzungen für 2021 und 2022 deutlich höher sind im Umsatz. Der Gewinn hier noch von 2020 mit den 561 Millionen KGV von 1. Je nachdem, wie sich Li Auto entwickelt, kann das natürlich auch deutlich in den negativen Bereich gehen. Sie haben im Vergleich zum Fremdkapital mit 63% eine gute Eigenkapitalquote. Sie haben hier ein bisschen Dividende gezahlt. Das heißt ein bisschen eben 35 Millionen, haben auch ein paar Buybacks gemacht und Free Cashflow ist negativ, deswegen gibt es hier 2x0 Punkte, das musste ich gerade nochmal korrigieren. Wir kommen hier also auf 7 und damit in Summe auf 21 Punkte. Die Geschäftsentwicklung bisher würde ich als sehr gut bewerten, die Zukunftsaussichten als gut. Ist natürlich hier immer schwer, ein chinesisches Unternehmen zu bewerten. Ich muss auch zugeben, ich kann jetzt nicht zu 100% ganz genau das Geschäftsmodell verstehen. Das muss ich sagen. Auf der Pro-Seite stehen aber zum Beispiel jetzt nochmal ein 50 Millionen Dollar Aktienrückkaufprogramm. Die 50.000 Händler in China, wenn wir den Börsenwert dadurch teilen, sind das 10.000 Dollar pro Händler. Wenn wir wissen, nur die Hälfte ist ungefähr aktiv, wären es halt 20.000. Das nur mal zum Verhältnis. Sie haben wirklich einen sehr ausführlichen Jahresbericht, was gut ist, aber das sollte man nicht überbewerten. Hier steht Cash ist Börsenwert. Das ist inklusive der Short-Term-Investments. Da ist es sogar mehr. Auf der Kontraseite generell bei China-Aktien, die in den USA gelistet sind. Hier wieder, sie sind in Cayman Islands registriert. Der Gewinn 2020 kam eigentlich nur aus dem Fair-Value-Change. Und es gibt natürlich regulatorische Risiken bei der Finanzierung. Die WeBank hat dort schon mal eine Strafe bekommen. Es kann also sein, dass natürlich hier der chinesische Staat eingreift, das vielleicht sogar einfach verbietet oder sehr stark reguliert. Und natürlich das ADR-Recht. Wir haben ja das Problem, USA und China, beide wollen Zugriff auf die Unternehmenszahlen haben. Alle wollen natürlich Steuern haben. Und das ist hier ein bisschen ein Konfliktfeld. Ansonsten die Aktie, so jetzt natürlich sehr attraktiv bewertet. Kursumsatzverhältnis 0,9, das dürfte noch weiter sinken. Das Kursumsatzverhältnis wird in 2021 natürlich nicht mehr bei 1 liegen. Kursbuchwertverhältnis 0,5, sehr attraktiv. Und hier nochmal zusammengefasst, das Unternehmen ist also fundamental sehr stark. Es wird natürlich von 2 Personen kontrolliert. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Und für mich ist der Fokus etwas unklar. Klar, sie wollen jetzt dieses Geschäft ausbauen mit dem Autoverkauf quasi, das scheint ja auch ganz gut zu laufen. Ansonsten ist es hier etwas schwer, das rauszulesen, auch aus dem Geschäftsbericht. Zur Aktie würde ich sagen, es ist ein Schnäppchen mit Risiken, aber es ist ein kleiner Zock möglich und ich habe hier auch einen kleinen Zock gemacht, habe ein paar wenige Anteile gekauft. Aus Value-Sicht ist das hier eine Value-Aktie, die sehr viel Aufwärtspotenzial hat. Sie hat natürlich auch Risiken. Ich sehe hier aber eine mögliche Verdopplung als nicht unwahrscheinlich an, je nachdem natürlich, wie sich der Markt entwickelt, wie hier weitere Einflussfaktoren gelten, wie sich Li Auto entwickelt. Davon hängt das alles ab. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, schaut euch nochmal die Aktie selber an. Mich würde auch in den Kommentaren interessieren, wenn ich jetzt vielleicht wichtige Sachen vergessen habe. Ansonsten hoffe ich, euch hat die Aktienanalyse gefallen und ich sage bis zum nächsten Mal.